Guten Morgen hier aus Indien. Ist gerade ein bisschen laut, ich hoffe, das stört jetzt nicht. Ich bin hier gerade in Mumbai und endlich ist es Sommer, endlich ist es warm. Ich kann jetzt hier bei 25, 26 Grad morgens mein Storchenbein endlich wieder ein bisschen frische Luft gönnen. Endlich kann ich wieder eine kurze Hose anziehen. Ja, jetzt packe ich meine Sachen zusammen und dann fahre ich mit der Fähre auf die andere Flussseite in Mumbai. Und dann geht endlich wieder richtig los mit Radreisen. Ich habe das echt vermisst, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe mein Rad jetzt aufgerüstet. Ich habe jetzt diese Hupe an meinem Rad. So, jetzt muss ich nur noch den Hafen finden. Da kann ich ungefähr 40 Kilometer sparen, die ich dann nicht durch Mumbai fahren muss. Und durch die Stadt fahren ist wahrscheinlich nicht so ein großer Spaß. Deshalb hoffe ich mal, dass ich den schnell finde. Ich glaube, ich muss jetzt hier vorne lang. Mittlerweile finde ich den Verkehr ganz angenehm in Indien. Ich weiß gar nicht, was die Leute immer so haben. Das wäre so schlimm. Aber wahrscheinlich bin ich dann nur abgehärtet von den ganzen anderen Ländern. Ich stecke jetzt gerade ein bisschen im Stau fest. Hier geht es nicht so wirklich weiter. Also mit dem Auto werden wir jetzt total aufgeschmissen. Mit dem Rad geht es so einigermaßen. Ich habe den Hafen gefunden. Jetzt muss ich nur noch den Platz finden, wo ich mich einchecken kann, wo ich das Schiff finde, die Fähre. Das ist so ein bisschen chaotisch, aber ich werde hier schon zurechtkommen. Es sieht so aus, ich habe das Boot gefunden. Ich bin hier am Hafen. Ich werde einfach so durchgeschleust. Ich muss gar nichts machen. Super easy. Habe ich das auch geschafft? Ich habe ungefähr 40 Rupien bezahlt, das sind 50 Cent für mein Fahrrad. Selber persönlich für mich habe ich gar nichts bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie aus Versehen umschifft habe, weil die Leute am Kai, die hat mir sofort gesagt, komm mit dem Fahrrad, komm hier aufs Boot. Kann sein, dass ich aus Versehen am Ticketschalter vorbeigegangen bin. Naja, es hat mir keiner was gesagt, also alles gut ausgegangen, kein Problem. Die wichtigste Mission für heute ist, wo finde ich einen Platz zum Übernachten? Also im Idealfall würde ich gerne wild campen. Ich habe auch schon mal geguckt, so nach 50 Kilometer kommt ein Hotel, das 15 Euro kostet. Das wäre also mein Plan B. Oder ich frage halt an der Tankstelle, ob ich da mal ein Zelt aufbauen kann. Ja, das ist halt immer so eine kleine Herausforderung, herauszufinden, wie ein Land funktioniert. Und in Indien, ja, ist alles neu, alles anders und mega spannend. Die Sonne ist jetzt gerade dabei unterzugehen und jetzt wird es wieder Zeit, dass ich einen Platz zu übernachten finde. Und hier vorne, da steht ein leerstehendes Haus und da versuche ich jetzt mal hinzukommen. Sonst ist auch nichts hier in der Gegend, das sieht ziemlich gut aus. Ich habe den Weg noch nicht gefunden, vielleicht muss ich ein bisschen zurückfahren, werde ich schon finden. Und da ist das Haus und von hier vorne, da führt ein Weg lang. Ich glaube, ich habe den Eingang ganz da hinten gesehen, da fahre ich ein bisschen zurück und dann schaue ich mal. So, da ist die Straße und hier rechts rein, da führt der Weg zu dem Haus. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas Gutes hier in Indien finde. Ich lasse mein Rad jetzt erstmal da vorne und jetzt kundschafte ich das Haus erstmal so aus, ob ich da überhaupt hinkomme und ob da irgendwelche Anzeichen von Leuten sind. Das sieht doch sehr gut aus. Hier bleibe ich.
Hey, guten Morgen! Endlich ist es wieder soweit und ich kann wieder wild campen. Oh, da habe ich lange drauf gewartet, nachdem es in Pakistan so gut wie unmöglich war, habe ich hier in Indien einen super Platz gefunden, hier direkt an so einem Haus. Ja, jetzt packe ich meine Sachen zusammen und dann geht's weiter durch Indien. Ich bin jetzt ca. 800 Meter gefahren und dann gibt es hier so eine Art Restaurant und da mache ich erstmal Frühstück. Weil für einen Euro frühstücken, da muss ich nicht selber kochen. Ich habe keine Ahnung, was es hier gibt. Ich habe mal irgendwas gezeigt, ich weiß nicht mehr den Namen. Leider sprechen die hier kein Englisch, aber irgendwie kommt man ja immer schon zurecht. Ich habe jetzt so ein großes Fladenbrot gekriegt, irgendwas Frittiertes. Jetzt warte ich noch auf Kaffee. Sieht schon mal gut aus. Ich hoffe mal, das schmeckt auch gut. Ja, das ist okay. Ich muss leider sagen, nach Pakistan ist das Essen in Indien nicht mehr ganz so lecker. Also in Pakistan fand ich das deutlich besser. Und das, obwohl ich so viele Gerüchte gehört habe, wie gut das Essen in Indien ist. Vielleicht ist mein Standard nur sehr hoch gesetzt. Für heute heißt die Mission auf zum Meer. Und da will ich dann am Strand übernachten. Und meine Mission für heute lautet immer noch, ich würde gerne am Strand übernachten im Zelt. Und das sieht hier ganz gut aus. Hier würde ich auf jeden Fall was finden. Aber wir haben jetzt erst 12 Uhr und ich habe noch einen ganzen Tag vor mir, den ich hier durch die Gegend fahren kann, schön an der Küste entlang. Großartig. Wenn man Leute nach Indien fragt, hört man immer wieder, entweder man liebt oder man hasst es. Dazwischen gibt es einfach gar nichts. Und für mich war relativ schnell klar, boah, ich liebe Indien. Das ist so entspannt hier und so ruhig. Ein bisschen chaotisch, aber total bunt. Es ist genau mein Ding hier. Ich finde es super. Und deshalb mein Tipp an euch für eure nächste Reise. Glaubt nicht alles, was ihr im Internet gehört oder von irgendwelchen Bekannten, die von einem anderen Bekannten irgendwas erfahren haben. Macht euch euer eigenes Bild, werft die ganzen Stereotypen weg und ja, vielleicht ist alles ja übertrieben, vielleicht haben sie recht. Also man weiß es nie, deshalb macht euch euer eigenes Bild. Das warme Wetter ist richtig großartig. Da steigt die Laune doch erheblich, wenn es so warm ist und die Sonne scheint. Großartig. Das hier ist jetzt die Küste, der ich ungefähr 500 Kilometer folgen werde.
So, ich muss hier jetzt nochmal mit der Fähre übersetzen, hier vorne. Oh, das war eine angenehme Überfahrt. Hat ungefähr 20 Minuten gedauert. 50 Rupien, also 65 Cent habe ich dafür bezahlt. Und das Einzige war, ich musste das Rad ein bisschen darüber buchen, aber ich habe auch Motorrad da reingepackt. Dann ist das überhaupt kein Problem. Easy. Ich habe gerade, glaube ich, Hühnchen bestellt. Ich weiß nicht genau, mit Reis und Chapati. Ich lasse mich überraschen, ich habe keine Ahnung. Aber bis jetzt war alles gut, deshalb bin ich da nicht besorgt. Okay, super, ja. Gut. Das sieht doch mal richtig lecker aus. Oh, mal testen, ob es gut ist. Boah, scharf. Immer noch habe ich mich zu 100% nicht daran gewöhnt. Aber ich kann es essen. Boah, das ist so unglaublich scharf. Ich kann das kaum essen. Aber irgendwie trotzdem geil. Endlich habe ich meine Mission geschafft. Ich bin hier jetzt am Strand und ich kann hier am Strand übernachten. Wow. Ja, ein großes Ziel. Freue ich mich echt, dass ich das geschafft habe. Das ist auch leider schon das Ende dieser Episode, aber schon nächste Woche geht es weiter. Wenn du noch mehr von meiner Reise sehen möchtest, auf Instagram mit meinem Account twowheeltravel.de findest du aktuelle Bilder von meiner Reise und von meinen Campingplätzen. Auch ohne Instagram kannst du die Bilder sehen. Geh einfach auf meine Webseite www.twowheeltravel.de und findest dort alle möglichen Informationen. Dort findest du auch meine zuletzt gefahrenen Etappen oder folg mir einfach direkt auf Strava. Auch wieder findest du den Link in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Falls du meine Reise unterstützen möchtest, mit nur 1 Euro im Monat sorgst du dafür, dass die Reise noch sehr lange andauert. Und den Link dazu für Steady findest du auch wieder in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Und wenn du mich einmalig unterstützen möchtest, kannst du das genauso über PayPal tun. Und auch dazu findest du wieder alles auf meiner Webseite oder in der Videobeschreibung. Ja, dann danke, dass du virtuell mit mir mitfährst. Und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter, um neue Länder und neue Leute kennenzulernen. Bis bald!